Nur wenige Schritte lagen an diesem Wochenende zwischen den launigen Fußballfesten zur Weltmeisterschaft in Südafrika und gedämpfter Stimmung im Stadion der Freundschaft von Gera. Diese Saison ist wahrlich in Ostthüringen nicht nach dem Geschmack der Fußballfans gelaufen. Weder in Weida noch in Pößneck mit den jeweiligen Abstiegen aus ihren Fußballklassen, noch in Zollenroda oder in Schmölln. Und der 1. FC Gera 03 musste auch möglichst einen Stroh oder einen Grashalm erwischen, um vielleicht den Verbleib in der Oberliga zu sichern, sofern der nicht am grünen Tisch entschieden wird. Wie es also ausging gegen den Lichtenrader BC 25 und was es dem Verein in der Zukunft bringen soll, das verraten wir Ihnen heute mit Sportlokal. Herzlich willkommen zur Sendung. Gern würde man in Gera wohl wieder einmal so befreit über Oberliga- und Landesliga-Fußball jubeln. Die Weltmeisterschaft bringt Entspannung für die Fans, aber wohl auch gewisse Ablenkung, um es nicht als Manöver zu bezeichnen, von einem nordostdeutschen Fußballverband, der derzeit seinen Alltag nicht zurecht zu bewältigen scheint. Der 1. FC Gera 03 sollte als Fusionsverein das Aushängeschild für Gera Fußball werden. Wenn er es ist, dann derzeit kaum ansehnlich und mit Krampf oder Kampf um seinen Status bemüht. Aber stopp! Sind wir denn im falschen Film? Oder läuft die Zeit etwa rückwärts? Hatte der 1. FC Gera 03 nicht im Herbst 2009 einen neuen Präsidenten gewählt? Hier stand aber doch Peter Harthaus, der Altchef, und bedankte sich bei Geras Trainer Achim Steffens zu dessen Abschied aus Ostthüringen. Der Coach wechselt zu Lok Leipzig, das war am letzten Oberliga-Heimspieltag gegen Germania Halberstadt schon klar. Genauso, dass nur 3 Siegpunkte und eventuell noch helfen würden, vielerlei Kalamitäten aus dem Wege zu trippeln. Auch das nur, wenn der obere Tabellennachbar Borussia Dresden nicht selbst punktet oder wenn am grünen Tisch für Gera entschieden würde. Und wo eigentlich waren die 03-Fans geblieben? Die glaubten wohl nicht mehr an einen Sieg gegen die Sachsen-Anhalter? Oder ist ihnen der Spaß am zu oft erfolglosen Verein vergangen? Um die 85 Zahlende. Der FC 03 ist sportlich abgestiegen, selbst verschuldet, unter anderem mit nur einem Heimsieg und 31:60 Toren in der Saisonbilanz. Die Gera machten auch gegen Halberstadt nur bedingt den Eindruck, daran etwas ändern zu wollen. Also für den Fall, dass es eine Relegation gäbe, weil die Zwickauer wirtschaftlich da noch am Ausstanden und wenn die Sachsen insolvent aus der Liga flögen. Am treffsichersten war da ein beinahe wütender Trainer Steffens. Allerdings, naja, vorbei. Torhüter Norman Wohlfeld schimpfte vor sich her, was wir hier bieten ist, nennen wir es, unter aller Sau. Jawohl. Die Gäste hätten gut und gern schon wieder führen können und sogar müssen. Eine halbe Stunde lang zappelten die sogenannten Platzherren eher in der Defensive. Und dann, als man Schlimmes ahnte, doch die angenehme Überraschung. 1:0 für Gera durch Stürmer Danny Moses, sein 8. der Saison, noch vor der Halbzeitpause. Doch Sicherheit brachte auch das nicht. Also, was läuft hier nun eigentlich? Der Vorstand war inzwischen offensichtlich zurückgetreten, musste eine Insolvenz auf Antrag der Bundesknappschaft wegen fehlender Beiträge zur Krankenkasse fürchten, der ist in der Zwischenzeit wohl erledigt. Für die zweite Mannschaft des 1. FC Gera 03 stand schon fest, Neubeginn in der Stadtliga. Die Regionalliga-Frauenmannschaft hatte sich leider auch in den Abstiegsstrudel reißen lassen, sie musste aber bereits im Mai gegenüber dem Landesverband Farbe bekennen. Das haben die Kicker-Damen, mit einer Überraschung. Die FC-Trainerin Martina Klepp strafen wir dazu im Stadion der Freundschaft. Die Spielgemeinschaft wird von der Mannschaft im 1. FC Gera, von den übrigen Spielern und von der BSG Wismut zusammengestellt. Wir fungieren dann ab 1.6. als SG Gera in der Landesliga, weil die erste Frauen vom 1. FC in der Landesliga abgestiegen sind. Und es war für uns eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, wir gehen zusammen, um dort wirklich den Frauenfußball in Gera nochmals zu stärken. Das klingt so ein bisschen nach Aderlass an Spielerkadern. Das ist richtig, ja. Also uns verlassen sehr viele Spielerinnen, 10 an der Zahl. Einige hören auf, weil sie es rein von der Zeit her nicht mehr schaffen. Andere wollen im sportlichen Bereich sich verändern, das heißt, sie wechseln den Verein. Und 5 Leute bleiben dann im Endeffekt von dem großen Kader noch übrig. Martina Klepsch wird Trainerin? Ja, das ist richtig. Ich werde also die Herausforderung annehmen, sag es mal so. Es ist für mich natürlich auch wichtig zu sehen, was kann sich entwickeln, um in der Landesliga mitspielen zu können. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich mache weiter. Wie weit hat die Wismut schon entschieden? Ich war dort in der letzten Maiwoche. Und wir mussten bis zum 31.05. die Spielgemeinschaft melden beim Thüringer Fußballverband und beim KFA.
Und dort wurden die ersten Details abgesprochen. Jetzt muss es einfach nur noch schriftlich festgehalten werden. Mhm. Wer könnten die wichtigsten Spielerinnen sein, die dabei bleiben? Von beiden Seiten? Mhm. Von Seiten von uns ist es die Janine Bludau, die Caroline Heimer, die Stefanie Seiler, die sich sehr gut entwickelt hat, und die Marie Preller sowie die Sabrina Herold. Und von Wismuts Seite her sicherlich die Denise Werner, Alexandra Klimank. Das sind so die Stützen, sage ich mal. Toi, toi, toi dann. Dankeschön. Für die eingefleischten und langjährigen Fans oder Helfer des Frauenfußballs in Gera wäre alles andere eine herbe Enttäuschung. Der erste Frauenfußball überhaupt. Weit im Lande, da wurde in Switzen begonnen und gespielt. Es gibt da sehr schöne Geschichten in diesem Entwicklungszeitraum. Und erstaunlich war, der Frauenfußball ist nie, auch in den ersten Jahren, in dem er belächelt und angefeindet wurde, nie in Switzen wegzudenken gewesen und hat sich kontinuierlich entwickelt. Auch mit Höhen und Tiefen, wie das eigentlich in jeder Sportart ist und wie das eigentlich normal ist. Und ich glaube auch, beim derzeitigen Stand des Frauenfußballs, dass er eigentlich als Gera nicht mehr wegzudenken ist. Was er macht im Kopf? Weiter im Drama. 1. FC Gera 03 in Schwarz-Weiß gegen Germania Halberstadt. Den Gerern gelang durch ihren Youngster Pavel Pfeiffer sogar das 2:0 nach gut einer Stunde Spielzeit. Das einzige Tor für ihn. Und der Torschütze war mit der Nummer 15, Pavel Pfeiffer. Achim Steffens mahnte, wieder einmal. Weiter geht's! Auf den Rand, René. Da war es schon zu spät. Meine Christoph Neumann, das 2:1 durch einen Ex-Gerer erzielt. Steffens schrie sich fast die Lunge aus der Brust, um dann wieder enttäuscht festzustellen, typisch, in jedem Spiel schenkte man dem Gegner 1-2 Tore, statt des erhofften Dreiers eine Punkteteilung mit 2:2, dabei blieb's praktisch aus die Maus. Es sei denn, der NOFV eröffnet prophylaktisch die Relegation zum Beispiel gegen West-Berlins auswärts schwachen Oberligisten Lichtenrader BC 1925, weil aus höherklassigen Vereinen weitere Hiobsbotschaften einschließlich wirtschaftlicher Insolvenzdrohungen eintrafen. Das wurde schnell gewiss, als Auftrag und zugleich Ausdruck dessen, dass die Verbände selbst Opfer ihres Timings zu fristen werden. Reine Vorkehrmaßnahme für den Fall, wenn. Ausgetragen auf dem Buckel oder Füßen der hoffnungsvollen kleinen Vereine. Am Ende sind deren teuer erkaufte Relegationsspielprotokolle gar nur Makulatur wert. Denn 2 zusätzliche Spiele und ein ungeplanter Trainingsmonat machen Kosten. Wir selbst sind auch sehr verärgert darüber, dass der Norddeutsche Fußballverband keine Entscheidung herbeigeführt hat in Richtung Relegationsspiel. Sieger bleibt in der Oberliga. Diese Entscheidung hängt immer noch ab von Tennis Borussia Berlin, die in die Insolvenz gegangen sind, aber die noch nicht entschieden ist. Und wenn Tennis Borussia absteigen sollte in die Oberliga, dann war die Relegation eigentlich umsonst, so kann man das sagen. Es wäre einfach gewesen, vom Nordostdeutschen Fußballverband, der Präsident des Thüringer Fußballverbandes unterstützt dies, eine Mannschaft mehr spielen zu lassen, dann wäre das ganze Problem gelöst. Bei den Männern drängt sich die Frage auf, ob das Abrutschen der Gera 03er wirklich ein Qualitäts- oder zwischendrin noch dazu ein finanzielles Motivationsproblem war. Fakt ist, Peter Harthaus sorgte dafür, dass wieder Gehälter ausgezahlt wurden und die Insolvenz scheint abgewendet zu sein. Mein größter Wunsch wäre, in der Oberliga zu bleiben. Die finanziellen Engpässe, die es gibt, wo man auch nicht drum herum reden muss, dass die schnellstens beseitigt werden und dass damit alles wieder in ein ruhigeres und besseres Fahrwasser gerät. Für mich dann auch einfacher, so schnell wie möglich einen neuen Vorstand zu integrieren, vor allen Dingen mit einem neuen Vorstandsvorsitzenden. Denn es ist ja wohl bekannt, dass ich schon mal vor das Jahr im Frühjahr zurückgetreten bin aus Altersgründen und das wird wohl jetzt nicht anders sein. Und wer ist im oder für den Gera Fußball dieser Peter Harthaus, der das Steuer in so einer Zeit noch einmal angenommen hat? Wir schauen zurück auf unsere filmischen Vorbereitungen für eine Unternehmerpreisehrung des Jahres 2008.
Wenn Peter Harthaus seinem 1. FC Gera 03 zuschaut, geht ihm mehr durch den Kopf als die Frage, wann vielleicht das nächste Tor fällt. Obwohl er der Präsident ist und Fußball von Kindesbeinen an für ihn Spaß, Sport und schließlich eine Lebensaufgabe. Harthaus feilt am und erzwingt den Erfolg. Er ist Geschäftsmann, sinnreicherweise auch Chef der Stadionklause und viel, viel mehr. Knallhart, erfolgreich und das Ganze mit viel, viel Herz. Den früheren Läufer im Mittelfeld des Oberligisten SC Motor Jena oder bei Chemie Glas Ilmenau kennt man als beständigen Förderer des Kickersports seit Jahrzehnten. Angefangen hatte das bei denen, die Traditionen der BSG Modedruck im Karl-Harnisch-Sportpark über die Zeit bringen wollten. Damit wurde der Unternehmer und Stadtrat der ersten Nachwendelegislatur auch Hahn im Korbe, sprich Haupt- und Trikotsponsor bei den Regionalliga-Damen des TSV 1880 Gera Zwötzen und 13 Jahre Vereinsvorsitzender. Peter Harthaus war der Reißer, der es fertig brachte, diesen großen Verein mit über 1000 Mitgliedern in 14 Abteilungen über die Wände zu retten. Und schließlich war er der Initiator von Vereinsfusionen, die fußballerische Grabenkämpfe in der Stadt beenden und dann einen starken Spitzenverein in eine höhere Spielklasse bringen sollten. Ja, der 1. FC Gera 03, seine große Liebe. Doch stopp. Das alles ginge nicht ohne anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg als Grundlage seines ausgedehnten sozialen Engagements. Richtig begann alles 1991 in Nachwendezeiten mit Betriebslizenzen der Fotokette Porst. Franchising war für ihn das Rezept der Stunde. Es war Wahnsinn, was wir damals veranstaltet haben. Wir haben fast alle 14 Tage oder 3 Wochen ein neues Ladengeschäft eröffnet. Das war mit Kraftaufwänden verbunden, die heute gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Außerdem übernahm er im Untergeschoss des Kultur- und Kongresszentrums die Bowlingbahn. Jetzt rollen die Kugeln für ihn im Gera City Bowling der UCI Factory. Sportler, Aktive und Gäste können sich in Geras neuer Pandorfhalle bewirten lassen. Schwimmer, Wasserspringer und Saunagänger freuen sich über Ariels gute Stube im Hofwiesenbad. Schon daher sieht man Peter Harthaus nicht nur beim Gera Fußball. In erheblichem Maße dürfte es also seinem Einsatz zu danken sein, dass die Oberligatruppe des 1. FC Gera 03 noch gegen die Tempelhofer vom Lichtenrader BC 1925 zur Relegation um einen Oberligaplatz antrat. Auswärts gelang nur ein 1:1 Unentschieden. Dann meldete der FSV Zwickau, dass die ihm drohende Insolvenz überstanden sei und der ja schließlich sportlich qualifizierte Traditionsverein in der Oberliga verbleiben wird. Ziemlich bekannt für die Ostthüringer, der Thüringer Fußballverband debattierte noch vor Saisonende mit einem Quartett von Thüringen-Ligisten, wer vielleicht doch das Aufstiegsrecht zur Oberliga wahrnehmen würde. Der Landesmeister wollte nicht. Gotha tut's nun doch. Mit Voraussicht und einer Klausel hätte das per 29. Mai der Platz für den 1. FC Gera 03 sein können. Wenn. Zu viel an Wenn und Aber. Aus der Nichtentscheidung des Nordostdeutschen Fußballverbandes erwachsen uns Riesenprobleme. Diese Probleme sind im sportlichen Bereich zu sehen. Einmal, weil wir nicht wissen, spielen wir Oberliga oder Landesliga. Wir also keine Verträge fixieren können mit Spielern, die zur Verfügung stehen, die vielleicht sich dann, wenn wir nicht schnellstens entscheiden, den Verein wechseln. Und zum anderen wirkt sich das finanziell aus, vor allen Dingen in der laufenden Liquidität, weil wir Sponsoren haben, die jetzt mit ihren Sponsorenbeiträgen abwartend sich zurückhalten und diese Mittel praktisch nicht kommen. Das bedeutet für uns zusätzliche Belastung und einen zusätzlichen Liquiditätsengpass. Nun das Rückspiel gegen die Lichtenrader als Versuch 2, sich aus der Zwickmühle herauszuwinden. Die letzten Fans weit ab vom Schuss. 131 Zuschauer, eigentlich nicht Oberliga-würdig. Nach etwa einer halben Stunde wurden die Gastgeber auf dem Rasen dominanter. Am Rande des Spielfelds vertretungsweise der langzeitverletzte Ronny Fuhrmann. Trainer Steffens bereits im geplanten Urlaub, er hatte aber das Konzept noch aufgestellt. Als sein Nachfolger war schon Mike Sattlow im Gespräch, der für den 1. FC Gera 03 von 2004 bis 2008 erfolgreich stürmte. Ist das fix? Und fest?
Also die Zusage von Ihnen persönlich ist da, auch das ist aber zurzeit mit Handschlag, weil Oberliga oder Landesliga ja doch andere Ansprüche in der Unterschiedlichkeit der Zugehörigkeit zu Landesliga oder Oberliga sich ergeben für den Trainer auch. 38. Minute. Kapitän Marc Janke bei seinem Abschiedsspiel mit Einsatz im Strafraum gefoult. Klare Sache, Elfmeter. Das war in Berlin zur zweiten Halbzeit ähnlich und da trat er selbst an. Dieses Mal war es nicht der Ausgleich, sondern der hoffentlich erleichternde Führungstreffer. Der Lichtenrader BC 25 schien etwas benommen und das nutzte Immo Trübger zur Maßflanke auf den rackernden Danny Moses. Der nickte uneigennützig Pavel Pfeiffer zu und das 2:0 kaum eine Minute später. Jetzt wissen Sie, wie das mit dem Toreschießen geht. Spät. Ob dieses Talent den Gerern erhalten bleibt? Mit der Führung sollte es zur Halbzeit in die Kabinen gehen. Frage: Welche Spieler haben denn bei 0-3 Verträge für die Landesliga und würden bleiben? Wenn wir in der Oberliga bleiben, ist natürlich der Anteil da. Bleibenden Spieler größer, als wenn wir in die Landesliga absteigen. Es gibt natürlich auch Spieler, die in der Landesliga weiter mit uns zusammenarbeiten möchten. Verträge sind in dem Sinne noch keine abgeschlossen. Und wie viele Abgänge sind definitiv? Abgänge sind definitiv die beiden nach Eisenach, das ist Janke und Fuhrmann, Hildebrand zu Lok Leipzig, Strobel zu Zwickau und der Herr Boland geht wieder zurück nach Weida. Der Herr Dimter, mit dem ist noch nicht gesprochen worden, aber es ist anzunehmen, dass er vielleicht nach Greiz zurückkehrt. In der zweiten Halbzeit musste man phasenweise wieder mal um die Führung des FC 03 bangen. Selbst das nur mehr oder weniger starke Aufbäumen der Berliner brachte die Gera mehrfach in Verlegenheit. Aber Keeper Norman Wohlfeld mit 30 Einsätzen, der Mann mit den meisten Spielen der Saison, konnte seinen Kasten sauber halten. Kapitän Marc Janke überließ das Feld kurz vor dem Spielende dem jüngeren Markus Schneider. Doch gehen wir noch einmal weg von den Problemen des Männerbereichs und der Ersten. Wie ist oder wird die Zukunft des Fußballnachwuchses beim 1. FC Gera 03 gesichert? Hier müssen wir den Übungsleitern und allen Ehrenamtlichen, die hier mitgewirkt haben in der letzten Saison, ein großes Danke aussprechen. Hat sich wirklich zum Drittnachwuchsbereich in Thüringen nach Jena und Erfurt entwickelt. Die A, B, C, andere spielen D, spielen alle in den höchsten Ligen hier in Thüringen. Es ist auch so, dass durch den Fußball versucht wird, jetzt ein neues Konzept aufzulegen und den Förderverein wird es gelingen, den Nachwuchs finanziell abzusichern, sodass hier überhaupt keine Gefahr in irgendeiner Form besteht. Praktisch ist der Verein momentan nicht wirklich mit einem funktionierenden Vorstand besetzt. Wie ist es denn dann mit dem Förderverein Nachwuchs? Der Förderverein ist mit einem Vorstand besetzt. Der Herr Jürgen ist jetzt der Förderverein-Vorsitzende. Und es gibt eindeutig zum Aufsichtsrat des FC 03 die Zusage, die Finanzierung des Nachwuchsbereiches zu übernehmen. Der Aufsichtsrat tagte zuletzt fast als Vorstandsersatz. Man kann nur hoffen, dass bald und möglichst noch vor dem 30. Juni Klarheit einzieht. Schaffen können sie die Gera allein nicht. Der grüne Tisch steht anderenorts. Sie werden ohnehin auf Hilfe und die Geduld ihrer Sponsoren und Fans angewiesen sein, die weiter zum Fußball diesseits und jenseits der Weißen Elster halten wollen. Unter solchen Konstellationen über künftige Landesliga-Derbys zwischen dem 1. FC 03 und der BSG Wismut zu orakeln, macht wenig Spaß in Gera. Mögen uns wenigstens Podolski, Klose, Schweinsteiger, Özil, Müller, Lahm und Co. in den nächsten Tagen den Frust von der Leber schießen. Am 3. Juni-Wochenende wird im Stadion der Freundschaft nicht Fußball gespielt, sondern tragen die Thüringer Leichtathleten ihre Landesmeisterschaften aus. Gleich in Rufweite im Hofwiesenbad treten die Schwimmer zu den Landestitelkämpfen an und in der Pandorfhalle beispielsweise treffen sich die rhythmischen Sportgymnastinnen zu ihrem alljährlichen Gera-Pokalturnier. Also Sport gibt's reichlich, jenseits des Fußballs bei der Weltmeisterschaft in Südafrika. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir Sie auch in den nächsten Wochen zu Sportlokal als interessierte Zuschauer begrüßen können. We'll be right back.